Heute bei Missing Link. Wo ist die Verbindung zwischen Frachtcontainern und Bier? Was hat das kühle Blonde mit Ägypten zu tun? Wie gehören das Land der Pharaonen und Spitzbergen zusammen? Und was verbindet die arktische Inselgruppe mit der biblischen Sintflut? Es gibt keine Verbindungen? Oh doch, man muss sie nur suchen. Missing Link. Das Delta-Terminal in Rotterdam. Eines der wichtigsten Container-Terminals der Welt. Anlaufstelle für die größten Frachtschiffe. Wie von Geisterhand bewegen sich Fahrzeuge selbstständig über das Gelände. Menschen sind bei der Verladung nirgends zu entdecken. Nur drei Experten beaufsichtigen das menschenleere Geschehen. Paul Keumann ist einer von ihnen. Er leitet die Tagschicht in der Zentrale. Doch den eigentlichen Überblick haben hier nicht die Menschen, sondern die Maschinen. Ohne Computer können wir gar nichts machen. Da stehen 10.000 Container vor der Tür und nur der Computer weiß, wo welcher steht. Keumann kontrolliert die Computer und die steuern sämtliche Arbeiten am Terminal. Vor 50 Jahren waren für den Frachtumschlag noch Zehntausende Menschen nötig. Heute sind es nur noch Einzelne und die müssen vor allem mit der komplexen Software zurechtkommen. Heute legt die COSCO China an, eines der größten Schiffe der Welt mit 8.000 Containern an Bord. Keumann hat nur 2 Tage für die Abfertigung. 8.000 Container bedeuten 8.000 elektronische Frachtpapiere, unzählige Zielorte und Besonderheiten. Einige Container muss Keumann kühlen, andere darf er nur an Deck laden, weil sie Gefahrgut enthalten. Jeder einzelne ist hier markiert. Die Farben symbolisieren den Zielort. Grün steht für Rotterdam. Sie müssen runter vom Schiff. Der Computer berechnet die schnellste Reihenfolge. Auch die Position der Kräne ist erfasst. Sie dürfen sich nicht in die Quere kommen. Wenn man hier in der Zentrale arbeitet, dann sitzt man wie die Spinne im Netz der Kommunikation. Die Kräne draußen halten Funkverbindung mit hier. Wir sind die Verbindung mit der Außenwelt und der Planung. Die elektronischen Informationen sind auch nötig, damit der Kranführer die richtigen Container finden kann. Er und seine Kollegen sind die einzigen Menschen direkt am Pier. Eine schwindelerregende Arbeit in 40 Metern Höhe. Er weiß, er muss sich genau an die Reihenfolge des Computers halten. Sonst verursacht er ein kostspieliges Durcheinander. 20 Meter tiefer kontrolliert sein Kollege das Absetzen der Container. 30 Stück pro Stunde müssen sie schaffen, damit alles im Plan bleibt. Bis zu 4 Kräne arbeiten gleichzeitig an einem Schiff. Rund um die Uhr. Die Container bewegen sich automatisch entlang unzähliger Kontaktspulen, die im Boden verborgen sind, ohne Fahrer. Für Menschen gilt hier Zutritt verboten. Sie würden den präzise berechneten Betrieb empfindlich stören, denn die Wagen sind mit Bewegungssensoren ausgestattet, damit es keine Unfälle gibt. Dennoch blockieren sich 2 Wagen plötzlich gegenseitig. Bei Paul Keumann schlägt das System Alarm. Umgehend muss er jetzt eine Lösung finden. Jede weitere Verzögerung wirkt sich auf den knapp bemessenen Zeitplan aus. Pufferzeit für Zwischenfälle ist nicht vorgesehen. Am Monitor kann Keumann die exakte Position jedes der über 300 automatischen Fahrzeuge überschauen. Die roten Punkte zeigen die aktivierten Kontaktgeber, die den Wagen lenken. Indem Keumann eine andere Kontaktspule anwählt, setzt er einen Wagen kurz zurück und schafft es, die Blockade aufzulösen. Das Computersystem kann eben doch nicht ganz ohne Menschen funktionieren. Es gibt immer irgendetwas, das nicht funktioniert. Zum Beispiel Vorfälle mit dem Schiff oder andere Probleme. Und wir Menschen sind da, um sie zu lösen. Doch was steckt eigentlich in den Containern? Das Angebot reicht von Gebrauchsgütern über Bauteile bis zu Lebensmitteln.
Dazwischen verstecken sich nach Schätzungen pro Jahr etwa 30.000 Tonnen Kokain in scheinbar gewöhnlicher Ladung. Eine riesige Menge. Doch in dieser Containerwelt nur schwer zu finden. Der Güterverkehr wird auch in Zukunft noch weiter zunehmen. Und vor Rotterdam wartet bereits der nächste Ozeanriese mit 8.000 Containern auf offener See. Deutsche Brauereikunst in Kamerun. Ein westfälisches Traditionsunternehmen hat in der einstigen deutschen Kolonie einen neuen Absatzmarkt gefunden. Aber was haben Container mit Bier zu tun? Wenn Menschen beim Bier zusammensitzen und miteinander diskutieren, dann kann es schon mal passieren, dass so ganz nebenbei einfach die größten Probleme der Welt gelöst oder epochale Entwicklungen auf den Weg gebracht werden. Naja, am nächsten Morgen sind bei exakter und vor allem nüchterner Prüfung die Einfälle der bierseligen Nacht meist doch nicht von bleibender Genialität. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Eine kleine Schweizer Brauerei hat in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Sammeltransportbehälter entwickelt, um Bierflaschen möglichst einfach in der ganzen Schweiz mit der Bahn transportieren zu können. Diese Idee übernahmen die Amerikaner und entwickelten aus dem eidgenössischen Bierbehältnis den heutigen Standardcontainer, der millionenfach um die Welt reist. Genial! Und letztlich entstanden aus einer schweizerischen Bierlaune. Der Grenadier-Parademarsch aus dem Lautsprecher. Werbung im Stechschritt. Direkt am Äquator, in feuchtheißer Atmosphäre in der größten Stadt Kameruns. Douala. Deutsches Bier und deutsche Tugend. Seriös, dauerhaft, blitzsauber strahlt die Brauerei Isenbeck im Industrieviertel. Genau so kommen Firmenchef und Stellvertreter daher. Direktor Roland Baummeier hat in nur 3 Jahren in Kamerun schier Unmögliches bewegt. Von der Invest-Ruine zum Hochglanz-Vorzeigewerk. Die Produktion brummt. Das Paderborner Traditionsbier schäumt und rollt in 3 Schichten. Die Belegschaft ist hochmotiviert und engagiert. Fast alles Kameruner. Sie erhalten hier guten Lohn, Gesundheits- und Sozialversicherungen. Keinesfalls üblich in der ehemaligen deutschen Kolonie. Zudem darf und soll hier jeder Arbeiter mitdenken und selbst verantworten, was er tut. Hoch über allem ist das Reich des Braumeisters. Abdullahi wacht über sein Gemisch aus Wasser, Hopfen und Malz. Streng nach deutschem Reinheitsgebot. Der Arbeitsstil der Deutschen heißt tun. Gibt's ein Problem, tu was, sofort. Konzentriere all deine Energie auf die Lösung und weiter. Achtung, der Chef kommt. Noch vor einigen Jahren hielten andere hier Wache. Eine Abteilung der Gendarmerie. Es war Krieg in der Brauerei. Baumeiers Vorgänger, ein Kameruner, wirtschaftete in die eigene Tasche. Ruinierte das Werk und wollte nicht abtreten. Der Hauptaktionär sah sein Geld schon verloren. Da kam Baumeier als Feuerwehrmann und bewirkte ein Wunder. Der Staat Kamerun verjagte den Betrüger mit Waffengewalt. Das Faszinierende dabei ist, dass man hier wirklich die von uns aus der sogenannten Ersten Welt immer so oft eingeforderte Praxis der Rechtsstaatlichkeit in der sogenannten Dritten Welt tatsächlich vorexerziert hat. Vor einigen Jahren trank Kamerun ausschließlich Amstel, Guinness oder Castell. Inzwischen hat deutsches Bier mehr als 20% Marktanteil. Und Monsieur Thomas, Doualas größter Getränkehändler, wünschte, die Deutschen könnten ihm doppelt so viel liefern wie bislang. Sogar im Bauwesen. Wenn wir ein Gebäude sehen, das die Deutschen bauten, wissen wir sofort, das stürzt nicht ein. Das ist solide. In den Köpfen der Kameruner ist, sei es beim Bauen, bei Autos, bei Bier, Deutsch. Das ist vor allem Qualität. Das Café Dubai ist proppenvoll zur Mittagszeit. Man isst und trinkt. Bier ist wie Reis und Mais, ein Grundnahrungsmittel der Kameruner. Hoch oben am Berg herrschte vor 100 Jahren der preußische General von Puttkamer über Kamerun. Mit sehr harter Kolonialherrenhand.
Die scheint vergessen im Nebel. Die Brücke über den Sagana aber tut immer noch Dienst. Genauso wie Dualas Hafen, der Justizpalast und die Hauptpost. Die Kameruner, so scheint es, mögen Deutschland fast mehr als die Deutschen selbst. Also wir haben gesagt, ihr mögt uns, okay, wir mögen euch auch, hier sind wir. Lasst uns dann nach 100 Jahren wieder was gemeinsam machen. Und das funktioniert prima. Nimm dir Zeit, nimm ein Isenbeck, singt der Laienchor der Brauerei. Eine glückliche Belegschaft, ein zufriedener Chef. Zwei Wünsche hat Direktor Baummeier noch. Die Firma erweitern und irgendwann mal weg in kühlere Gefilde. Es ist einfach zu heiß in Kamerun. Das Land der Pharaonen. Auf Papyrusrollen haben die alten Ägypter ihre Kultur und ihr Wissen verewigt. Mit neuen Methoden sollen die Relikte aus der Vergangenheit nun entschlüsselt werden. Aber was hat Bier mit den Ägyptern zu tun? Wenn es um Kultur im Altertum geht, dann ist man ja immer ganz schnell bei den Ägyptern. Vor über 4000 Jahren haben sie dort bereits die riesigen Pyramiden errichtet, die uns heute noch staunen lassen. Tja, und in Mitteleuropa, da war zu dieser Zeit noch nicht so viel los. Man räumte den letzten Schnee der soeben vergangenen Eiszeit beiseite und als einzige Spitzentechnologie hatte man anzubieten, aus Kupfer und Zinn Bronze machen zu können. Deshalb wurde auch ein ganzes Zeitalter nach diesem Material benannt, die Bronzezeit. In Ägypten jedoch hatte man gerade etwas gelernt, das mancher als weitaus wichtiger erachtet. Der Ägypter hat aus bis heute unbekannten Gründen halbfertig gebackenes Brot in Wasser geschmissen und im Anschluss die Brühe getrunken. Ganz entgegen den Erwartungen war dieses Gesöff ziemlich lecker und so erfand der Ägypter das Bier. Zumindest so eine Art Vorläufer. Und kaum einer weiß es, unter Kennern gilt ägyptisches Bier bis heute als Delikatesse. Man hätte die Zeit vor 4000 Jahren also auch Bierzeit statt Bronzezeit nennen können. Wobei, so schlau wäre das auch nicht, denn die Bierzeit scheint immerwährend zu sein. Überall auf der Welt, in Mitteleuropa und natürlich auch in Ägypten. Der Keller des Ägyptischen Museums in Berlin. Streng gesichert lagern hier hunderte Mumien, Grabbeigaben und ein ganz besonderer Schatz. Papyri. Unter der reich verzierten Oberfläche verstecken sich Botschaften aus dem alten Ägypten. Jahrtausende alt. Die Schriftstücke sind für das Wissen um diese Zeit von unschätzbarem Wert. Jetzt sollen die verborgenen Zeugnisse für das menschliche Auge sichtbar gemacht werden. Vor über 100 Jahren gelangten die mysteriösen Bestände nach Berlin. Professor Dietrich Wildung will das Vermächtnis entschlüsseln. Fotografien und Grabungsberichte aus der damaligen Zeit sollen ihm dabei helfen. 1903. Kaiser Wilhelm II. Entsendet eine Mumienexpedition nach Ägypten. Die Forscher sehen sich in einem regelrechten Wettlauf mit England und Frankreich. Beide Staaten eignen sich schon seit langem die antiken Schätze Ägyptens an. Die Deutschen graben fieberhaft Mumien aus und ihr Interesse gilt Schriftrollen, Papyri, auf denen das Wissen der alten Ägypter festgehalten ist. Sie kaufen auf den Märkten von Kairo bis Luxor, was sie kriegen können. Auch Dutzende von Kartonagemumien, also aus Altpapier zusammengekleisterte, bemalte Kartons, bis der Erste Weltkrieg ausbricht. Die Forscher erhoffen sich wertvolle Hinweise auf das Alltagsleben der ägyptischen Kultur. Wie lebten die Menschen früher? Trotz jahrhundertelanger intensiver Forschung liegen noch heute viele wichtige Aspekte im Dunkeln. Auf Papyri wurden viele Informationen festgehalten. Wie heute gab es jede Menge Altpapier. Als Verpackungsmaterial für Mumien erhalten, wird es nun Stück für Stück entziffert. Die Öffnung eines seit Jahrtausenden zusammengerollten Papyrus kann so spannend sein wie eine Grabung im Feld. Ein Teilstück einer Kartonagemumie aus der Spätzeit des Ägyptischen Reiches. Fest zusammengepresste Papyri lagen unter einer Schicht aus Stoff und Gips. Unter fließendem Wasser trägt die Restauratorin vorsichtig die Deckschicht ab. Es gibt weltweit nur 10 Spezialisten wie Miriam Krutsch, die sich an eine Papyrusentfaltung wagen. Zu groß ist das Risiko der Zerstörung.
Erste Schriftzeichen werden sichtbar. Es handelt sich tatsächlich um ein Textdokument. Was wird es verraten? Jeder Pinselstrich muss sitzen, sonst verfällt die Botschaft aus der Vergangenheit unwiederbringlich. Ein Essigwasserbad, fast bis zum Kochen erhitzt, soll nun helfen, die verschiedenen Papierschichten zu trennen. Miriam Krutsch muss genau erkennen können, wie der Papyrus beim Pressen gefaltet wurde, um ihn aufzuwickeln. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt. Liegen die fragilen Blätter zu lange in der Essiglösung, sind sie zerstört. Ihre Informationen für immer verloren. Alles geht glatt. Der Papyrus ist entfaltet und wird zum Trocknen auf Seidenpapier ausgebreitet. Der erste Blick auf die antike Nachricht. Sorgsam werden kleinste, durch die Faltung verletzte Schriftzeichen rekonstruiert. Nach über 2000 Jahren ist das Dokument wieder lesbar. Verfasst in griechischer Sprache, geschrieben in Mittelägypten. Ein Finanzbeamter enthält darin den Auftrag, als Steuern eingetriebenes Getreide auf Schiffe zu verladen und es nach Alexandria transportieren zu lassen. Wieder haben die Archäologen Einblick erhalten in ein wichtiges Detail der altägyptischen Vergangenheit. Weggeworfenes Altpapier. Dokumente aus dem Papierkorb der Geschichte sozusagen. Ihre Zeilen ermöglichen, was kein Schatz und kein Monumentalbau der Welt kann. Sie zeigen uns, wie das Leben der Ägypter damals wirklich aussah. Ihre medizinischen Kenntnisse, Handwerk und Privates. Auf arktischer Mission. Gletscherforscher wollen auf Spitzbergen mehr über den Klimawandel und das Schmelzen der Gletscher herausfinden. Aber was verbindet Ägypten mit Spitzbergen? Die hoch im Norden liegende Inselgruppe, die sich Spitzbergen nennt, ist für die meisten Menschen nicht gerade das Traumurlaubsziel. Das mag an den dürftigen Temperaturen liegen. Selbst im Hochsommer steigt das Quecksilber nur selten über die 10-Grad-Marke. Aber auch sonst brennt hier zwischen Fjorden und Bergen nicht gerade die Luft. Es sei denn, man genießt die Gesellschaft von Eisbären, Robben und Polarfüchsen. Das war allerdings nicht immer so. Um 1920 zog es tausende Menschen nach Spitzbergen. Es lockte das große Geld. Kohle in Hülle und Fülle gab es hier. Und die wollte abgebaut werden. So entstand die nördlichste Stadt der Welt. Ihr Name? Pyramiden. Die Bewohner gaben der Stadt nicht diesen Namen, weil sie sich ins sonnige und warme Ägypten wünschten. Nein, sie heißt so wegen des Berges, an dessen Fuß sie liegt. Denn dieser Berg ähnelt im Aussehen doch sehr den imposanten Pharaonengräbern am fernen Nil. So nannten die Bergarbeiter den Berg Pyramide und ihren Ort eben Pyramiden. Heute ist die Kohle weg und verbrannt, die Arbeiter sind längst verschwunden, Pyramiden ist eine Geisterstadt. Nur der Berg, die Pyramide ist noch da. Pyramiden scheinen die Ewigkeit für sich gepachtet zu haben, in Ägypten wie auf Spitzbergen. Das Lomonossow-Gletscherfeld. Mit 2000 Quadratkilometern eines der größten Gletschergebiete Spitzbergens. Das Eis ist etwa 2000 Jahre alt. Von der Wissenschaft bisher kaum beachtet, bahnt sich eine drastische Veränderung an. Am Fuße des Eisfeldes ein Forschercamp, 50 Kilometer entfernt von der nächsten Siedlung. Der schwedische Gletscherforscher Veijo Pohjola hat sich für eine Woche einquartiert. Zusammen mit seiner Kollegin Elisabeth Isaksson will er das Gletscherfeld unter die Lupe nehmen. Womöglich schrumpft es viel schneller als vermutet. Die letzten 10 Jahre war es hier außergewöhnlich warm. Es scheint, dass sich im Vergleich zu den letzten 300 Jahren etwas verändert hat. Mit ihrer Expedition wollen die Forscher herausfinden, ist die Warmphase nur eine Laune der Natur oder Indiz für einen gefährlichen Trend? Sollten eines Tages etwa Grönlands Eismassen abschmelzen, droht ein Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 7 Meter. Selbst massive Deiche könnten dann weite Teile der europäischen Küste nicht schützen. Ob es so weit kommt und mit welcher Geschwindigkeit sich die Veränderungen entwickeln, verrät auch das Schicksal der arktischen Gletscher.
Um genaue Daten vom Lomonossow-Gletscher zu bekommen, wollen Pojola und seine Kollegin Bohrkerne entnehmen. Bei minus 15 Grad keine leichte Aufgabe. Genau senkrecht müssen sie bohren, damit sie für ihre Analysen saubere Schichten bekommen, wie Jahresringe. Die Bohrkerne sind das Lexikon der Vergangenheit des Gletschers. Anhand derartiger Proben können die Forscher Schmelzphasen bis zu mehreren hundert Jahren zurückverfolgen. Für die Wissenschaftler sind die Bohrkerne aus dem Gletscher ein Schatz. Es kostet große Anstrengung, sie zu bergen. Zurück im Expeditionslager sollen sie ihnen die Geschichte des Lomonossow-Gletschers erzählen. Keineswegs unbedeutend für die globale Klimaentwicklung. Wir hatten eine weiße Wand und viel Schnee. Wir konnten überhaupt nichts mehr sehen. Es war wie Milch. Aber zum Glück hatten wir ein GPS und konnten sehr langsam aus dem Gletscher fahren. Trotz der Strapazen werfen die Forscher gleich noch einen Blick auf die Bohrkerne. Der erste Eindruck? Ihre Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen. Hier kann man die verschiedenen Schichten des Eises sehen. Die warmen Sommerschichten, wo viel geschmolzen ist. Das ist das, was wir erwartet hatten. Viel mehr Schmelzwasser aufgrund der warmen Frühlingsmonate und Sommer in den letzten 10 Jahren. Die Proben sprechen eine deutliche Sprache. Das Gletschereis auf Spitzbergen schmilzt im Sommer seit einigen Jahren drastisch. Und vieles deutet auf eine langfristige Tendenz hin. Veijo Pojola und Elisabeth Isaksson wissen, ihre Resultate sind nur ein Mosaikstein im globalen Geschehen. Aber die Veränderungen in der Arktis sind ein Alarmzeichen, das nicht zu übersehen ist. Ein Hobbyarchäologe entdeckt im Wattenmeer Relikte einer untergegangenen Stadt. Gab es dieses geheimnisvolle Atlantis der Nordsee wirklich? Warum wurde es überflutet? Und was hat Spitzbergen mit einer Sintflut zu tun? Nun, etwas salopp formuliert war es wohl so. Gott hat sich mal eine Woche Zeit genommen und die Welt erschaffen. 6 Tage hat es gedauert und an sich war alles gut. Das Universum, die Sterne, die Planeten, das Land und die Meere, Pflanzen, Tiere, Menschen, alles war fertig, alles prima. Aber die Menschen sind dann doch nicht so gelungen, von denen hatte sich der göttliche Geist mehr erwartet. Und so machte sich Unzufriedenheit im Himmel breit. Einziger Lichtblick, Noah und seine Familie. Noah lebte ein Leben, welches Gnade vor den Augen des Herrn fand, und deshalb bekam er den Auftrag, eine Arche zu bauen, auf der alle gottesfürchtigen Kreaturen Platz finden sollten. Der Rest werde durch eine Sintflut ertränkt, so der Plan. Nun, ob Gott das dann auch so durchgezogen hat, weiß niemand genau, ist ja auch schon lange her. Aber die Arche Noah ist zum Sinnbild geworden für alles, was man bewahren will. In Spitzbergen gibt es auch eine Arche. Sie ist allerdings kein Schiff, sondern ein Erdstollen. Hier wird Getreidesaatgut eingelagert, auf das nachfolgende Generationen zugreifen können, falls die Menschheit alles durch ihren immerwährenden Fortschrittseifer vergiftet hat. Ob dieser Stollen allerdings auch göttlichen Sintfluten standhalten kann, ist stark zu bezweifeln. Nordfriesisches Wattenmeer, vor der Westküste Schleswig-Holsteins. Ein Einheimischer ist auf etwas gestoßen, das sofort die Archäologen auf den Plan gerufen hat. Viel Zeit haben sie nicht mehr. Zwischen Ebbe und Flut bleiben ihnen nur 2 Stunden. Dann kehrt das Meer zurück. Tatsächlich finden sie Gegenstände aus dem Mittelalter. Offenbar aus der Zeit vor der großen Katastrophe. Jedes dieser Zeugnisse kann, für die Archäologen, zum wichtigen Hinweis bei ihrer Suche nach dem versunkenen Romhold werden. Jetzt hoffen die Forscher endlich, von der legendären Stadt eine neue Spur entdeckt zu haben. In einer einzigen Nacht soll Rungholt untergegangen sein. Und nur mündlich gaben die Generationen noch eine Zeit lang weiter, was damals geschehen sein soll, bis ein Pastor im 17. Jahrhundert in einer Chronik die Überlieferungen niederschrieb. Aber erst in den 1920er Jahren beginnt die systematische Suche nach Rungholt. Mit der Leidenschaft eines Amateurarchäologen geht Andreas Busch den Hinweisen der Chronik nach.
Wie einst Schliemann an das sagenhafte Troja und seine Schätze glaubte, ist auch Busch von der Existenz und dem Reichtum Rungholz überzeugt. Halt mal an. Und tatsächlich, südlich der Hallig-Südfall stößt er auf erste Siedlungsreste. Sie liegen ziemlich genau dort, wo im 17. Jahrhundert jemand auf einer Karte Rungholz eingezeichnet hatte. Führt ihn diese Spur zu der verschollenen Stadt? Der Stadt, die der Legende nach noch immer auf dem Meeresgrund ruht und von der man manchmal die Glocken hören soll? Von nun an begibt sich Andreas Busch ins Watt, wann immer er kann. Das Rungholz-Fieber hat ihn fest im Griff. Sorgfältig kartografiert er mit Helfern seine Fundstellen rund um die Hallig-Südfall. Sie finden eine Reihe Brunnenringe, die das Watt freigegeben hat. Busch ist überzeugt, sie haben zu einer untergegangenen Siedlung gehört. Er weiß, in solchen Brunnen haben die Menschen im Mittelalter Regen als Trinkwasser gespeichert. Akribisch zeichnet er alles auf, dokumentiert jeden noch so unscheinbaren Fund. Doch was im Watt enthalten ist, entspricht nicht dem Bild einer sagenhaft reichen Handelsstadt. Dann entdeckt er etwas Besonderes. Nicht weit entfernt ragt auf einmal eine Gruppe hölzerner Pfähle aus dem Watt, wie auf zwei schnurgeraden Linien. Es sind Überreste einer Schleuse, wie Busch schnell erkennt. Jetzt glaubt er fest, sein Rungholz gefunden zu haben. Im Watt sucht der Archäologe Hans-Joachim Kühn nach weiteren Beweisen. Was er unter der Oberfläche des abgesenkten Bodens zunächst entdeckt, sind die Zeichen großer Sturmfluten, abgelagert als einzelne Sedimentschichten. Warum verschwand gerade dieses Stück Land? Hinweise finden sich tief unter der Wattoberfläche und führen weit zurück in die Vergangenheit. Mit dem Ende der letzten Eiszeit war das Gebiet der heutigen Nordseeküste nach dem Abschmelzen der Gletscher zu einer hügeligen Moränenlandschaft geworden. Die Täler füllten sich über Jahrtausende schichtweise mit losen Meeressedimenten, die schließlich alles überdeckten. Für Rungholz ein unsicheres Fundament. Die Rungholzer siedelten, ohne es zu wissen, über einem tiefen eiszeitlichen Tal. Dadurch hatten sie natürlich den Zugang zur offenen See, der die Handelsverbindung ja es möglich machte. Sie hatten da aber auch einen Platz gewählt, der mit der Zeit sich abgesenkt hat. Diese Absenkung der Marschoberfläche wurde noch begünstigt durch den Deichbau, durch die Entwässerung der Landschaft, durch den Abbau von Torf natürlich auch. Und so wirkten eine Vielzahl von Faktoren zusammen, die diese Katastrophe vorbereitet haben. Hätten seine Bewohner Rungholz nicht auf Sand gebaut, wäre das zwar nicht die Rettung vor der großen Flut gewesen, aber der Ort wäre nicht völlig untergegangen und wohl nicht zur Legende geworden. Nachdem die Wassermassen durch die Deiche gebrochen waren, zerrissen sie den lockeren Boden. Was dort stand, verschwand in der Tiefe. Mit modernen wissenschaftlichen Methoden konnten die Vermutungen von Andreas Busch bestätigt werden. Es waren tatsächlich Überreste des untergegangenen Rungholz, die er damals entdeckte.